Die Analyse alter DNA enthüllt eine enorme Mobilität im Römischen Reich. Die Menschen dieser Zeit waren möglicherweise die ersten, die einen ganzen Kontinent bereisten. Die Studie zeigt, dass mindestens 8% der untersuchten Personen nicht aus dem Gebiet stammten, in dem sie begraben wurden. Forscher analysierten genetisches Material aus antiken Skeletten und erstellten ein detailliertes Bild der Reise- und Migrationsmuster während der Blütezeit des Reiches. Die Studie konzentrierte sich auf ein engeres Zeitfenster und deckte ein geografisches Gebiet ab, das das Römische Reich umfasst. Dabei wurde deutlich, wie vielfältig unterschiedliche Regionen bevölkert waren. Die Ergebnisse legen nahe, dass viele Menschen dieser Zeit große Entfernungen zurücklegten, möglicherweise die ersten in der Geschichte, die einen ganzen Kontinent bereisten. Die Forscher betonen jedoch, dass die Mobilität mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches drastisch abnahm, ein Phänomen, das weiter erforscht werden muss.